Hallo, schönen guten Tag. Hallo, die jungen Damen. Einmal kommt ihr einmal kurz zur Seite, bitte. Hallo. So, eins nach dem anderen. So, also jetzt noch mal zu Ihnen. Ihren Namen bräuchte ich einmal und Ihren Namen bräuchte ich einmal. Also, mein Name ist Magdalena Behring. Ich heiße Anja Nesemann, ich arbeite hier in der Anwaltskanzlei. Mhm. Und was ist hier vorgefallen? Also, ich habe einen lauten Knall gehört und dann kam ich rausgerannt und dann sehe ich auf einmal, dass unser Mülleimer brennt. Ich voll in Panik, dann sehe ich diese Dame hier auf unserem Gelände und die sind ständig irgendwelche Raudis und wollen uns an den Kragen und hier ist ja sonst niemand. Also, das kann doch diese Person gewesen. Sie können mir doch nicht einfach sowas unterstellen. Was wollten Sie denn sonst hier machen? Ich bin hier, um nach meinem Sohn zu suchen. Der heißt Arthur Behring und der macht hier bei Herr Kruse in der Anwaltskanzlei ein Praktikum. Und der ist gestern nicht von der Arbeit nach Hause gekommen. Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber ist irgendjemand von euch mit dem Fahrrad gekommen und hat es hier ungünstig platziert? Nein! Nicht anfassen, nicht anfassen. Das ist das Fahrrad von meinem Sohn. Sind Sie sich sicher? Ja, das habe ich ihm selber geschenkt. Okay. Das erkenne ich sofort. Das ist sein Fahrrad. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall die Spurensicherung anlassen. Okay, dann lasse ich das einmal hier. Ich würde das nie einfach so hier hinschmeißen und liegen lassen. Niemals. Wir werden das auf jeden Fall noch untersuchen, wenn das wichtig für den Fall sein sollte. Alles gut. Beruhigen Sie. Versuchen Sie sich erstmal zu beruhigen. Okay, wann haben Sie denn Ihren Sohn das letzte Mal gesehen? Er ist gestern Morgen mit dem Fahrrad hier zur Kanzlei gefahren. Seitdem habe ich den nicht mehr gesehen. Da kommt mein Chef, da kommt Herr Kruse. Herr Kruse, hier ist schon wieder was passiert. Der Mülleimer brennt und hier waren wieder irgendwelche Raudis unterwegs. Schon wieder? Was? Ja. Das ist doch nicht normal. Also ich verstehe das nicht mehr. Jedes Mal irgendwas. Gibt's Sie, doch gar nicht. Sie sind der Herr? Kruse, Rechtsanwalt Kruse. Okay, der Arthur Behring, der wird anscheinend vermisst. Können Sie was dazu sagen? Genau, das ist die Mutter. Bitte, Herr Kruse, können Sie mir vielleicht weiterhelfen und sagen, wo mein Sohn ist? Der ist gestern von der Arbeit nicht nach Hause gekommen. Ist heute auch nicht erschienen hier. Ich wollte sonst so schon anrufen bei Ihnen. Weil er kommt ja häufiger mal nicht, geht und macht Feierabend, wie er will. Und wenn er mal hier ist, dann ist ein Arbeitsverhalten auch. Das lässt richtig zu wünschen übrig. Nee, das ist ja der Junge ist ganz schön. Willst du dich nicht mit ihm allein unterhalten? Dann nehme ich die beiden mal. Herr Behring, wäre es. Ach, Herr Kruse, richtig? So. Wäre es denn mal möglich, dass ich einmal kurz mit den beiden Damen reingehe und noch mal gucke, um uns zu vergewissern, dass der Sohnemann nicht hier ist? Selbstverständlich. Ja? Kommen Sie beide dann einmal kurz bitte mit, dann kann mein Kollege kurz befragen. Hier ist wohl ein Praktikant, der Arthur Behring nicht zur Arbeit erschien und gleichzeitig wurde hier randaliert, um den dortigen Anwalt zu schaden. Nun gilt es herauszufinden, ob eventuell der Arthur Behring nicht vielleicht von alleine abgehauen ist, ob es überhaupt ein Vermisstenfall ist und des Weiteren, was hat unsere brennende Mülltonne mit dem ganzen Sachverhalt zu tun? Herr Kruse, Sie haben gesagt, das kommt schon öfters vor mit diesen Randalen hier. Wie kann ich Ihnen das verstehen? Das ist fast täglich hier. Also, dass hier irgendwas gegen mich versucht wird, mir irgendeinen Schaden zuzufügen, weil ich bin Fachanwalt für Umweltrecht. Ich führe große Prozesse mit großen Pharmakonzernen, Firmen und da geht es um viel Geld. Und irgendwie scheint es ja Leute zu geben, die das nicht so mögen, was ich da so tue. Ne? Also das ist halt schon mal, das ist eigentlich auch harmlos. Also vor kurzem hatte ich schon eine Morddrohung und deswegen, da rege ich mich schon gar nicht mehr drüber auf, wenn hier mal ein Mülleimer brennt. Also das ist völlig lächerlich. Verstehe. Kommen wir da einmal kurz. Ja. So. Seit wann? Hast du was? Leider nicht. Nichts gefunden. Wann haben Sie ihn denn das letzte Mal gesehen? War das auch gestern Abend? War gestern zum Feierabend. Alles klar. Frau Behring, dann haben Sie ein Foto von Ihrem Sohn? Ja. Das würde ich ganz gerne mal sehen. Machen Sie sich mal keine Sorgen, vielleicht ist er tatsächlich selbstständig verschwunden. Sie haben ja gehört, er ist anscheinend schon öfters nicht zur Arbeit gekommen. Definitiv nicht wahr, was er... Versuchen unser Bestes zu geben, natürlich nach ihm zu suchen. Wir werden natürlich auch eine Vermisstenanzeige aufgeben. Wir haben relativ schnell mitbekommen, dass Herr Kruse, der Anwalt, eine Verletzung oben an seiner Stirn hatte. Wir wollten ihn jetzt nicht vor den anderen befragen, ob er sich irgendwie in seiner Freizeit geprügelt hat. Das werden die Kollegen auf der Wache herausfinden, woher die Verletzungen stammen. Wichtig ist jetzt herauszufinden, ob der vermisste Arthur Behring womöglich stellvertretend Opfer für die Schikanen war, die eigentlich dem Anwalt gelten. Hängt das Verschwinden des 18-Jährigen mit seinem Praktikum in der Anwaltskanzlei zusammen? Magdalena Behring ist sich sicher, dass ihr Sohn niemals einfach so abhauen würde und fürchtet, dass etwas Schlimmes passiert sein muss. Erzählen Sie einfach erst mal so ein bisschen über Ihren Sohn, damit wir mal so einen Eindruck von ihm bekommen. Er ist sehr umweltbewusst. Er ist großer Fan dieser Futures-Bewegung und wie gesagt, er engagiert sich stark für den Umweltschutz. Und nach der Schule will er Ökologie studieren und deswegen macht er auch dieses Praktikum bei dem Herrn Kruse.
bei diesem bekannten Umweltaktivisten Kruse. Gut, also die Kollegen waren ja auch vor Ort gewesen und haben mit dem Dominik Kruse, also mit dem Anwalt, gesprochen. Er hat gegenüber den Kollegen ausgesagt, dass der Arthur wohl sehr unregelmäßig dort erschienen ist und war auch nicht sonderlich motiviert bei der Arbeit. Das kann ich nicht glauben, das stimmt nicht, was der gesagt hat. Das geht gar nicht. Mein Sohn ist immer schon zuverlässig, korrekt, pünktlich, fleißig gewesen. Wirklich, absolut. Kinder, insbesondere Jugendliche, erzählen ihren Eltern nicht alles. Die haben auch schon mal Geheimnisse und ein eigenes Privatleben. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass die Mutter hier einen falschen Eindruck über ihren Sohn Arthur hat. Wie sieht es denn privat bei ihm aus? Hat er Freunde, vielleicht eine Freundin? Freundin, das wüsste ich garantiert. Und Freundeskreis, ja, er hat immer schon einen sehr kleinen Freundeskreis gehabt. Hat sich immer sehr schwer getan, Freundschaften zu schließen. Er ist halt sehr sensibel und zurückhaltend. Und das ist ihm sogar schon mal zum Verhängnis geworden. Wie meinen Sie das zum Verhängnis geworden? Ja, da war so eine bestimmte Clique. Die haben ihn gemobbt, sich über ihn lustig gemacht und auch bedroht. Und das geht bis heute noch so. Die sind sogar vor kurzem in der Kanzlei gewesen und haben da rumgepöbelt. Haben Sie da mal ein paar Namen für uns? Wer das ist? Wie heißen die? Florian und Marco. Haben Sie Nachnamen für uns? Nee, Nachnamen habe ich leider nicht. Und das sind Typen, aus denen ist schon mal gar nichts geworden. Die hängen den ganzen Tag im Stadtpark rum, saufen und kiffen. Okay, wir haben ja jetzt auf jeden Fall diese beiden Jungs. Das ist schon mal ein Anhaltspunkt, die sollten wir auf jeden Fall überprüfen. Sie können ja bestimmt eine Personenbeschreibung dazu abgeben. Haben die Jungs dem Sohn von Magdalena Behring etwas angetan? Schließlich sollen die beiden Arthur ständig gemobbt haben. Michael Smolik und Can Yildiz sind mittlerweile an dem besagten Park eingetroffen und folgen, im wahrsten Sinne des Wortes, ihrem Geruchssinn. Riechst du das? Hast du nicht geduscht oder was? Nimm mal normale Brise. Ah, Gras. Ne? Schon frech. Hallo, schönen guten Tag, die Polizei. Hallo, schönen guten Tag. Den Scheiß hier mal weg. Hä? Sehr frech. Polizei kommt, Joints rauchen. Ist doch nicht verboten, doch nicht oder? Besseres, oder? Besitz ist verboten. Aber konsumieren nicht. Ah, sind wir ganz schlau geworden, hä? Richtig. Weg damit. Warum? Wie, warum sollen wir euch mitnehmen? Weg damit! Haben Sie Spaß daran, uns den Tag zu versauen? Hallo, haben Sie meinen Kollegen nicht gehört? Weg mit den Joints! Mein Was Gott! Was euch glücklich macht, bitteschön. So, zu gehen. Wie heißt ihr? Florian Kunz. Marco Schneider. Melissa Dreifuß. Geht nämlich um folgende Situation. Vermisst... Arthur Behring, können Sie was mit dieser Person anfangen? Ach, der Öko-Fuzzi. Arthur? Stimmt, der Öko-Fuzzi, du sagst es. Was ein Typ, klar kennen wir den. Wann war das letzte Mal im Park? War der hier schon mal? Ja, der kommt direkt mal her, läuft uns daher, guckt, wie wir unsere Zigaretten ordentlich entsorgen, sowas alles. Meint uns Vorschriften zu machen, wie wir uns verhalten sollen. Der will jedes Mal zu uns gehören, aber der passt nicht so zu uns. War schon immer ein Schleimer. Wird doch immer bleiben. Ist jetzt auch egal. Mal Sendepause. Kurz zu dir, Melissa. War richtig? Ja. Was wollen Sie denn überhaupt? Was gibt's denn? Also, warum sind Sie hier? Ja, warum belästigen Sie uns? Ich hab doch gerade gesagt, wir suchen Arthur. Er wird vermisst. Wir wollten Melissa befragen und da hat auch schon der Florian Kunz direkt interveniert und hat sie gar nicht aussprechen lassen. Vermutlich weiß sie irgendwas über das Verschwinden von Arthur Behring. Wir müssen sie auf jeden Fall auch noch mal alleine befragen. Wann habt ihr ihn das letzte Mal gesehen? Keine Ahnung. Schon eine Ewigkeit Keine her. Ahnung. Aber wir können ihn eigentlich mal wieder einen Besuch abstatten. So sieht's aus. Wo wollt ihr einen Besuch abstatten? Na, bei seinem komischen Chef da, in der Arbeitskanzlei. Genau. Wo denn sonst? Waren wir ja schon mal, ne? So sieht's aus. Lustig. Sagen Sie gerade, Sie waren bei dem Anwalt, also auf der Arbeit? Na, ja. Wir waren da gewesen, haben ein bisschen den Laden aufgemischt, weil wir Arthur gesucht haben. Genau, und dann kam er raus und hat uns voll gelabert und alles so. Genauso wie heute übrigens auch im Park. Genau, er kam auch heute zu uns, hat uns voll gelabert, so wie Sie jetzt. Genau. Ja, meinte, nach seinem Sklaven fragen zu müssen. Und hat mein Kollege ihm schöne Bierdose an den Kopf geschmettert. Und das wäre was für Sie beide gewesen. Ja. Richtig schön geblutet. Oscar-reif gewesen. Ah, also. Oscar-reif. Lustig. Genau. Ja. Hier vor uns eine Körperverletzung zuzugeben. Wir sollen ja ehrlich sein, oder? Heute? Ja. Wenn Herr Kruse eine Anzeige machen möchte, dann wissen wir, wer die Beschuldigten sind, ne? Okay. So, Melissa, jetzt noch mal zu dir. Du hast vorhin nicht geantwortet. Was ist mit dem Arthur? Du hast noch gar nichts dazu gesagt. Ja. Immer wichtiger hier. Echt? Ich glaube nichts. Ich wusste davon nichts. Mhm. Also ich glaube, wir müssen gar nichts mehr sagen. Und bitte lassen Sie uns jetzt in Ruhe. Wir haben nichts getan. Wir dürfen hier sein. Wir dürfen hier unser Bier trinken. Nächstes Mal Joints weglassen. Ja.
Und dann ist es okay, dann könnt ihr hier auch sitzen bleiben. Alles gut? Die unerwartete Information, die wir hier bekommen haben, war, dass der Anwalt Dominik Kruse tatsächlich hier war, um nach seinem Praktikanten Arthur Behring zu fragen. Nun stellt sich für uns die Frage, was hat ein Anwalt hier bei vermeintlichen Punks zu suchen und woher wusste er, dass er nach Arthur hier suchen soll? Umweltanwalt Dominik Kruse scheint nicht mit offenen Karten zu spielen und ist damit ins Visier der Ermittlungen geraten. Die Vermisstenfahnder werden ihm nun unauffällig auf den Zahn fühlen. Herr Kruse, Sie hatten ja heute Vormittag gegenüber den Kollegen ausgesagt oder sich etwas über das Arbeitsmoral von dem Arthur erzählt. Können Sie das noch mal ein bisschen näher erläutern, bitte? Ja, wie schon gesagt, also der Arthur ist halt morgens ganz gerne mal ein bisschen später gekommen und ist auch gerne abends früher gegangen. Und wenn er dann gearbeitet hat, dann hat das auch zu wünschen übrig gelassen. Und dann habe ich ihn auch schon zweimal auf dem Parkplatz beim Kiffen erwischt. Beim Kiffen erwischt? Ganz genau. Das sind aber schon ziemlich heftige Vorwürfe, Herr Kruse. Wieso haben Sie ihn daraufhin nicht gekündigt? Ja, also ich mag den Arthur halt und ich habe auch Potenzial in ihm gesehen. Ich fand halt toll, wie er sich so mit dem Umweltschutz auseinandersetzt und habe dann auch mich selber wiedererkannt, wie ich mal jung war und so mit dem Ganzen mal angefangen habe. Aber Sie sprechen von Kiffen und von schlechter Arbeitsmoral. Seine Mutter erzählt uns das völlig anders. Die sagt, er ist hoch motiviert und total begeistert, für sie arbeiten zu können. Ja, das ist doch klar, dass der Junge das erzählt. Der erzählt ja nicht, dass seiner Mutter auf der Arbeit kifft oder irgendwas. So logisch. Was ist da eigentlich bei Ihnen auf der Stirn passiert? Hatten Sie eine Auseinandersetzung oder einen Unfall vielleicht? Nö, nichts Schlimmes. Ich bin auf der Arbeit gegen eine offene Schrankwand oder Schranktür gelaufen. Aber nichts. Das ist harmlos. Schauen Sie mal, Herr Kruse. Also, Kollegen von uns waren im Park und haben dort einige Jugendliche angetroffen. Und die haben uns gegenüber ausgesagt, dass sie dort am Park gewesen sind, dass sie selber sich auf die Suche nach dem Arthur gemacht haben und dass sie eine Dose an den Kopf bekommen haben, also nichts mit Schranktür. Wieso erzählen Sie uns denn sowas hier? Was ist denn das für ein Blödsinn? Die lügen doch, wenn sie den Mund aufmachen, die ganzen Penner, die da rumlaufen. Penner? Woher wollen Sie denn wissen, dass das Penner sind, wenn Sie noch nicht mal begegnet sind, wenn Sie die nie gesehen haben? Was sollen denn sonst für Menschen im Park rumlaufen? Können doch nur Penner sein. Wissen Sie was? Ich glaube Ihnen diese Geschichte mit der Schranktür nicht. Florian und Marco haben überhaupt gar keinen Grund zu lügen. Wollen Sie mich jetzt der Falschaussage bezichtigen? Ich bin Anwalt und weiß, was da für Konsequenzen drohen. Kümmern Sie sich mal lieber um die Aussagen von diesen komischen Vögeln aus dem Park. Ich werde jetzt hier mal das Ganze beenden. Sie können sich gerne schriftlich an meine Kanzlei melden und ich gebe Ihnen dementsprechend die Antwort.